Einige Reservisten könnten Hannover 96 in den verbleibenden Transfertagen noch verlassen. Einer, der in der Profimannschaft der Roten keine Rolle einnimmt, ist Mike Steven Behre. Ihn könnte es zu seinem Ex-Trainer Daniel Stende nach England ziehen. Bereits in der vergangenen Saison spielte Mike Steven Behre in den Planungen der Verantwortlichen nur eine bedingte Rolle. Im Zuge dessen wurde der offensive Mittelfeldspieler an den Drittligisten SV Meppen verliehen. Dort kam Behre immerhin 16 Mal zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete 3 weitere vor. Den 23-Jährigen könnte es erneut weiterziehen. Dem Kicker zufolge interessiert sich der englische Drittligist FC Barnsley für eine Verpflichtung. Dort ist seit dieser Saison der ehemalige 96-Trainer Daniel Stendel an der Seitenlinie aktiv. Unter ihm spielte Behre schon bei den A- und B-Junioren sowie später bei den Profis. Mike Steven Behre war zuletzt für den SV Meppen am Ball. Es gibt Interesse und wir führen Gespräche, bestätigt Sportvorstand Horst Held auf Nachfrage des Sportmagazins. Obwohl im englischen Fußball das Transferfenster bereits geschlossen ist, können Clubs aus der zweiten und dritten Liga weiterhin Transfers tätigen. Dabei muss es sich jedoch um ein Leihgeschäft inklusive Kaufpflicht handeln, die ab 1. Januar 2019 greifen würde. Behre selbst habe aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen, heißt es. Ein Wechsel dürfte für beide Seiten die aussichtsreichste Option sein. Schließlich lief Tim Pearson, der bei der zweiten Mannschaft im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, Behre inzwischen den Rang ab. Sein Vertrag am Maschsee läuft in einem Jahr aus.